Der Potsdamer Platz. Wo früher die Mauer Berlin in zwei Hälften teilte, befindet sich heute der spektakulärste Platz Berlins. 70 Hektar voller Wolkenkratzer und jede Menge Verkehr. Einer der befahrensten Plätze der Hauptstadt. Während hier oberirdisch jeden Tag Massen den Potsdamer Platz bevölkern, wird 15 Meter unter der Erde für Ordnung gesorgt. Die Herausforderung hier in einer der größten Müllstationen der Stadt, unterirdisch den Abfall von oben zu versorgen. Herr über den Müll ist Ronny Lübnitz. Der 44-Jährige ist Schichtleiter des Müllteams und hier unten seit 14 Jahren mit dabei. Am Morgen geht er als erstes auf Tour. Eine Tour fahren heißt, den Müll der Kunden abholen. Alles unterirdisch. Bis zu 15 Kilometer düst Ronny durch das Tunnellabyrinth. Heute muss sich Ronny auf seiner Tour besonders beeilen. Also am anderen Tag ist der Montag sehr stressig, weil sehr viel Müll angefallen ist durch das Wochenende. Das muss abgefahren werden. Und freitags muss eben halt alles leer gefahren werden für das Wochenende. Ronnys Ziel, die Abfalltonnen der Kunden vom Potsdamer Platz. Bis zu 150 Behälter müssen er und sein Team einsammeln. Und zwar jeden Tag zur selben Zeit. Zuerst die Müllkontrolle. Denn nicht immer findet Ronny in den Tonnen das, was vorgeschrieben ist. Das Interessanteste war nur eine Gummipuppe von Beate Hose. Was hast du damit gemacht? Ja, weggeschmissen. Grundsätzlich dürfen die Männer aus dem Abfall nichts behalten. Das ist Vorschrift. Mit dem Müllgepäck geht es jetzt zurück zur Station. Dort wartet schon der Chef mit dem nächsten Auftrag. Ronny, C3, das ist jetzt der Müll vom C1, ne? Ja, das ist von C3-Gebäude schon gemacht worden. Der Hausmeister hat angerufen, dass C3 gemacht werden soll, weil die hatten morgen ein Event gehabt und es ist doch sehr dringend. Nee, ich mach das leer und dann fahr ich hoch. Okay. Aber bevor Ronny die nächste Tour machen kann, wird der Müll der Kunden genau abgerechnet. Wir verwiegen die Abfälle. Wird also auf 100 Gramm genau verwogen, die Abfälle, und werden verursacherrecht nach Gewicht abgerechnet, nach Tonnage dann. Bis zu 10 Tonnen Müll fallen am Tag an. Wer ordentlich trennt, bekommt sogar Geld zurück. Bis zu 27 Abfallsorten am Tag und auch Essensreste kommen hier unten von den Restaurants oben an. Für Ronny und seine Kollegen die anstrengendste aller Abteilungen. Jede Tonne eine Bonne. Ronnys Kollege arbeitet seit 3 Jahren hier. Besonders unangenehm der Geruch. Natürlich, wenn ein Fremder hier reinkommt, der riecht das natürlich sofort. Der ist natürlich klar. Aber mir macht er nichts mehr aus. Ich bin daran gewöhnt. Das stört er nicht mehr. Eine Dehydrierungsmaschine häckselt die Reste und entzieht ihnen das Wasser. Dadurch verkleinern sie die Müllmenge. Hier in der Abteilung werden aus 5 kleinen Behälter ein großer gemacht. Nach den Speiseresten darf Ronny wieder zurück in sein Revier. Ganze 25 Tonnen hat der Müllmeister bis 8 Uhr schon geschafft. Der Potsdamer Platz in Berlin-Mitte. Hier erwacht am frühen Morgen eines der größten Hotels am Platz zum Leben. Im Grand Hyatt bereitet sich Hausdame Mandy Kascha auf eine neue Woche vor. Ihre Aufgabe jetzt, ein neues Zimmermädchen einweisen. Also wichtig auf den Etagen ist, dass du dich ruhig verhältst. Ja. Wenn du einen Gast triffst, höflich begrüßen. Mhm. Wenn du merkst, er fühlt sich verwirrt, nach der Zimmernummer fragen, ihn bis zum Zimmer begleiten. Auf keinen Fall sagen, nein, ich habe keine Ahnung. Wenn nicht, rufst du die Hausdame an, rufst uns und wir helfen dir gerne weiter. Bevor es in die Zimmer geht, müssen beide zur Personalbesprechung. Okay, alle sind da. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben heute einen sehr wichtigen Tag. Wir müssen heute die Zimmer vorbereiten. Und auf eurer Liste steht, um wie viel Uhr die Zimmer sollen fertig sein, okay? Ein Zimmermädchen hat 16 Zimmer am Tag und dafür bis zum Check-in um 15 Uhr Zeit. Im Haus gibt es ein festes System, auch beim Putzen. Nochmal, Frage für alle. Roten benutzen wir wie was? Toiletten. Nur Toiletten. Okay, nochmal. Rot. Red is Toilette. Frank, Daniel, everybody English speaking. Okay, please don't mix them with another items. Drei verschiedene Lappen bläut Housekeeper Anthony dem Zimmerpersonal ein, denn Hygiene ist das Wichtigste. Mandy arbeitet seit 3 Jahren im Hyatt und beherrscht die Hausregeln perfekt.
In der Hotelhierarchie stehen 4 Frauen unter ihr. In der Praxis putzen die Zimmermädchen alleine. Deshalb muss Mandy alles genau erklären. Auch die Sicherheitsregeln. Also ganz wichtig für dich ist, für deine eigene Sicherheit, die Tür immer geschlossen. Wenn jemand klingelt, nicht aufmachen. Melde sich einfach nur mit Housekeeping, dass du da bist, aber nicht aufmachen. Ja, weil die Hausdamen oder Personal haben alle Karten. Wir kommen alle rein. Als erstes das Bad. Für die Hausdame muss jedes Detail blitzen. Auch Örtchen, die man gern übersieht. Die Toilette muss ohne Kalk sein am Ende. Komm her. Am besten siehst du das, wenn du dich wirklich vor die Toilette bückst und schaust rein, weil von oben siehst du das nicht. Immer hinhocken und reinschauen. Also, das siehst du mehr. Nach dem Bad das Wohnzimmer. Betten machen im Hotel eine Wissenschaft für sich. Denn viele Gäste haben Sonderwünsche. Viele Amerikaner, auch andere Nationalitäten, möchten gern American Style. Das heißt, du hast das Laken, steckst das aber, also eins ganz normal drunter. Dann nimmst du noch ein Laken, dann kommt eine Bettdecke drüber, noch ein Laken drüber und dann klappst du das rum. Da verzichtest du. Decke so oder Wolldecke? Wolldecke. Die meiste Unordnung in Hotels machen erstaunlicherweise nicht die Langzeit, sondern die Tagesgäste. Unterschiede gibt es auch beim Trinkgeld. Da ist jeder Gast verschieden. Man merkt halt schon, wer Stammgäste sind. Die hinterlassen doch mehr als ein anderer. Araber sind natürlich sehr großzügig, vor allem bei Frauen. Nach einer Stunde ist das erste Zimmer fertig. In Zukunft muss das allerdings in einer halben Stunde klappen. Der Potsdamer Platz. Wo einst der Todesstreifen war, ist heute der Boulevard der Stars. Aufgabe für Bauleiter Michael Wonsack und sein Team. Sie sollen den Boulevard erweitern. 20 neue Sterne sollen hier erstrahlen. Doch die Männer haben ein Problem. Also wir müssen zusehen, dass wir jetzt schnell fertig werden mit dem Ausbauen. Regen können wir gar nicht gebrauchen. Im Moment steht der Himmel ein bisschen schlecht auf Regen. Die Sternesetzer müssen mit Betonschneidern und Bohrern den Asphalt aufbrechen. Bei Regen würden sie nicht mehr genau sehen, wo sie schneiden. Ja, zur Not müsste man jetzt ein temporäres Zelt aufbauen. Das wäre die einzige Lösung, aber eine beregnete Fläche zu bearbeiten, ist sehr schlecht. Weiteres Problem, der Zeitdruck. Ein Stern bedeutet 3 Stunden Arbeit. 20 Sterne liegen noch vor ihnen. Die Männer müssen deshalb schnell arbeiten und trotzdem genau, denn den roten Asphalt dürfen sie auf keinen Fall beschädigen. Zu weit schneiden geht nicht, weil das natürlich die Optik zerstören würde. Da ist ganz wichtig ein ruhiges Händchen unseres Maschinisten. Er ist einer der wenigen, der sowas auch denn kann, weil das muss leider freihändig geschnitten werden. Es gibt noch keine Maschine dafür, die von alleine schneiden könnte. Später sollen die Schauspieler schließlich über ihren Stern flanieren, ohne dabei hinzufallen. Um den Boden möglichst eben zu bekommen, benutzen die Männer spezielle Werkzeuge, wie extra harte Diamantschleifer. So sehen die aus, sind sogenannte Fächerscheiben, sind relativ aggressiv und haben nochmal Lufteinlässe für die Kühlung. Und damit wird der Asphalt dann nochmal auf Höhe geschliffen. Damit der Stern später auch an der richtigen Stelle sitzt, benutzen die Bauarbeiter außerdem Schablonen. Lass uns den Stern, Name, Ausrichtung. Name-Ausrichtung. Zukünftige Sternengucker steht da. Kommt da. Also ist der Name so lang zu lesen, dann passt das. 2 Stunden bohren, schleifen und vermessen. Die Vorbereitung passt. Endlich. Jetzt kommt der erste echte Stern. Aus Messing, denn Gold wäre zu teuer und zu weich. Ganze 12 Kilo ist der Stern schwer. Durch 3 Schrauben soll er bombenfest halten. Später kommt noch ein spezieller Kleber dazu. Der erste Stern sitzt. Das passt jetzt schon mal prima. Wir prüfen ja generell noch mal die Höhenlage ab. Und der Rest wird mit dem Kleberunterbau noch mal entsprechend nivelliert, sodass Oberfläche, Beschichtung und Oberfläche Stern nachher ein Stück ergeben. Der wichtigste Schritt der Sternensetzer ist damit geschafft. Die Besucher können kommen. 100.000 Menschen strömen täglich an den Potsdamer Platz. Viele wollen das 70.000 Quadratmeter große Gelände aber nicht zu Fuß erkunden. Wer Berlin auf die Schnelle besichtigen will, kommt zu Katharina Hein. Ihr Job? Besuchern zeigen, wie sogenannte Segways funktionieren. Die müssen dann jetzt auch gesichert sein. Der ist schon gesichert. Den können wir gleich aufladen.
1 Segway funktioniert mit Strom. Mit voller Batterie kommt man 38 Kilometer weit. Die Segways sind heiß begehrt. Fahren darf nur, wer einen Führerschein hat. Das kostet die Stunde 14,90 Euro. Wie schnell können wir denn eigentlich fahren mit den Teilen? Der fährt bis 15 km/h, normalerweise bis 20, aber die sind runtergedrosselt. Ich habe eine Frage. Wenn ich merke, dass es nicht mein Ding ist, lasse ich. Also ich habe Angst. Nein, das ist eigentlich nie so schwierig. Das wird sich gleich zeigen. Fahren kann jeder, der zwischen 45 und 118 Kilo wiegt. Sie verlagern das Gewicht nach vorne und dann merkt man das in den eingliegenden Zehen. Ne? Mhm. Weil automatisch passiert es ja, wenn Sie nach vorne sich beugen, müssen Sie Druck ausüben. Mhm. Also ich würde nur fallen, wenn ich jetzt nur einen Fuß wenn drauf der aus ist, dann ja. Okay. Mit beiden Händen festhalten. Ja. Wow. So, und jetzt ziemlich schnell sich draufstellen. Eins, zwei, da stehen Sie schon. Sich mittig platzieren, wunderbar. Den Körper nach vorne beugen. Bisschen nach vorne. Ah, ja. Genau, da fahren Sie schon. Funktioniert schon mal ganz gut. Tatsächlich trauen sich die meisten Männer mehr zu. Frauen sind vorsichtiger, so Katharinas Erfahrung. Aber jetzt in Höchstgeschwindigkeit, ja. Der Mann steigert das Tempo. Jetzt traut sich auch seine Freundin. Eins, zwei, okay. Stehen Sie mit den Fuß noch mal ein bisschen genau in der Mitte. Und jetzt? Nein! Nein! Alles so. Klar. So, nach vorne? Nach vorne? Super. Okay. Bisschen sich zurücklehnen, dann bremsen okay. Sie. Bremsen sich? Ah, zurück. Nur zurück. Zurück. Ja. Nein. Nee, nicht mich festhalten. Sie können sich festhalten. Okay, nee, also, nein. Ah, oh, das ist total empfindlich. Ich bin auch ganz weit. Oh mein Gott, ich bin nicht so gut wie Patrick, aber ich bin langsam. Kein Problem, mit ein bisschen Übung schafft es jeder. Der Potsdamer Platz. Wer hier essen und einkaufen will, geht in die Arkaden. Hier ist auch eine der größten Eisdielen Berlins zu Hause. Bis zu 60 Sorten können die Eismeister vor Ort herstellen. Chef in der Küche ist Walter Mangili. Walter hat zwar einen deutschen Namen, ist aber durch und durch Italiener. Sì, pronto? Sì, dimmi, Michè. La Marina sta arrivando. Ciao, ciao. An heißen Tagen müssen Walter und seine Männer bis zu 8000 Kugeln Eis zaubern. Arbeitsbeginn 8 Uhr morgens. Da kochen wir 130 Kilo Vanille und das müssen wir, das dauert schon eine Stunde, deswegen ist die erste Arbeit, weil wir morgen machen. Vanilleeis ist das meistverkaufte Eis und die Grundlage für viele andere Eissorten. An einem heißen Wochenende muss Walter die Sorte fast rund um die Uhr nachliefern. Sì, pronto? Sì. Vanilla? Sì, kein Problem. Walter kommt aus der Gastronomie und kennt den Stress. Trotzdem, der Ansturm der Berliner auf seine Eisdiele überfordert ihn manchmal. Na ja, ein bisschen schon, sagen wir, vor allem am Wochenende und so. Das kommt vor, dass kommt die Arbeit manchmal unerwartet oder kommt die Sonne auf einmal und dann muss man los, sagen wir. In Walters Eis stecken bis zu 10 Zutaten. Dazu gehört sogar Salz. Walters Geheimnis für gutes Eis, das Verhältnis der Lebensmittel muss grammgenau stimmen. Muss man alles perfekt wiegen. Wir sind keine Apotheker, aber es ist schon ein bisschen Chemie auch dabei. Mittlerweile ist es 17 Uhr, die Massen stürmen die Theke. 4 Eissorten muss das Küchenteam nachliefern. Der macht jetzt Pistazien, der Kollege. Der Kollege macht Joghurt, Walber und Natur. Der Fabio macht gerade Vanilleeis. Jetzt nimmt sich Walter die Zeit für eine neue Eiskreation mit Basilikum. Da muss er nur sehr klein schneiden oder mixen oder sehr kleiner. Ne? Und nicht so große Blätter wie auf der Pizza sind oder auf der Tomaten. Soße, ja. Doch viel Zeit für Experimente bleibt dem Eismeister heute nicht. Sì, pronto? Sì, dimmi, Michè. La Marina sta arrivando. Ciao, ciao. Nochmal Nachschub.
Endlich sind alle Sorten fertig. Ja, ich muss mich beeilen, weil die Amarena-Eis ist alle und die Vanille haben sie auch bestellt. Damit geht ein Tag auf einem der größten Plätze Berlins zu Ende. Und jetzt noch einmal im Zeitraffer. Der Potsdamer Platz in 30 Sekunden.